Klasse, Mensch. Dass sie noch weiter abbuddeln und dann wieder hochreisen. Musst du mal zusehen, wenn ich mit meinem Vater auf dem Vereinsplatz bin. Mensch, ist ja ein Dollarkorken. Wenn du dir vorstellst, hier unten drückst du auf den Knopf und da oben dreht der Vogel eine Spirale. Pitt, lass mich doch auch mal. Deine unnötigen Finger? Du Mensch, das sind Goldfinger. Gib mal rüber. Aber ganz vorsichtig. Lass ihn lieber noch ein Ende steigen. Ich hab mal gelesen, eines Tages schwirren da oben die Flugzeuge wie Fahrräder rum. Hoffentlich kommen sie alle wieder heil runter. Mensch, was machst du denn? Ich wollte abtrudeln lassen. Aber doch nicht so. Bist du verrückt? Du blockierst die Höhensteuerung. Hol ihn zurück. Schaffe ich nicht mehr. Der haut ins Wasser. Wenn man Kindern schon mal was Technisches in die Hand gibt. Steuere ihn doch zum Kastell rüber. Da kann er auf dem Festungswall notlanden. Merkt euch die Landestelle. Hallo! Was ist denn jetzt los? Wollt ihr die Zitadelle stürmen? Wir müssen bloß mal schnell zu den Wellen rauf. Da wartet erst mal schön, bis es drei ist. Es ist keine Besuchszeit. Geht nicht! Sein Flugzeug ist notgelandet. Wenn der Treibstoff ausläuft, kann es eine Explosion geben. Pass, in der Form. Flugzeug? Explosionsgefahr? Es wird immer schlimmer. Hier muss es gewesen sein. Bist du sicher? Vielleicht ist er noch eine Ecke weiter geworden. Red kein Quatsch, wenn der abgetrudelt ist, bleibt er liegen. Oder der Wind hat ihn ein Stück zur Seite getrieben. Merkst du hier was von Wind? Meinst du, dass du es da findest? Nichts. Na? Fliegt einem hier gleich was um die Ohren? Gehst du sofort hinter das Geländer? Unser Flugzeug ist weg. So. Ich glaube, es war überhaupt gar kein Star. Ich kenne euch doch, ihr turnt doch nur aus reinem Blödsinn herum. Bestimmt nicht. Wir haben noch gesehen, wie sie runtergekommen ist. Genau auf den Wall. Ja, dann sucht mal noch ein bisschen. Hier geht ja nichts verloren. Und wenn vielleicht ein Besucher? Hier kommen doch dauernd welche vorbei. Solange ich vor der Pförtnerloge stehe, ist noch nichts weggekommen. Ja, und außerdem ist das Kastell seit 13 Uhr geschlossen. Könnte keiner drin geblieben sein von der letzten Führung? Ach, Unsinn. Mensch, Leute, steht nicht so und macht was. Was denn? Wir haben noch überall gesucht. Wann kommt dein Vater von der Reise zurück? Freitag. Wenn wir den Vogel bis dahin nicht haben. Das ist eine unangenehme Sache. Wir sind den Wall ein paar Mal entlang gelaufen. Nicht. Dann habt ihr eben nicht überall gesucht. Du hättest ihn bestimmt gefunden. Komm, komm. Wo ist die Maschine runtergegangen? Auf dem Wall. Das habt ihr genau gesehen? Ha, genau. Der Einzige, der im Kastell wohnt, ist der alte Wenzel und der kann's nicht gewesen sein. Und ein Besucher? Besuchszeit war längst vorbei. Trotzdem muss einer da gewesen sein, der den Vogel gefangen hat. Ja, früher, der soll's ja mal im Kastell gespukt haben, ne? Licht aus, Feuerwehr! Und draußen rüber! Belegen! Maschinen, stopp! Halbe Kraft zurück! Was ist denn bloß los mit euch, Jungs? Ihr hockt hier rum wie auf Hundswache! Uns ist was passiert! Im Flugzeug. Woher wissen Sie denn das? Ich hab da so eine kleine Freundin, die erzählt mir manchmal was. Brigitte, die Klatschtante. Was heißt denn die Klatschtante? Sie hat mir ordnungsmäßig Bericht erstattet. Und das kann euer Glück sein. Wieso? Ich hab da eine kleine Beobachtung gemacht. Vielleicht nicht wichtig, aber... Was ist denn gewesen? Ich bin vorgestern Abend zum Liegeplatz von unserem Bonbonkreuzer rüber. Mir war das Bier ausgegangen. Und da... Am anderen Ende gegenüber am Wall, da stand plötzlich ein Mann. Und an der Stelle gibt's einen geheimen Einstieg. Sieh mal an, ihr wisst ja ganz schön Bescheid. Och, wir sind doch da selber schon rumspaziert. Und was hat der Kerl gemacht? Das weiß ich eben nicht. Plötzlich war der Mann verschwunden.
Jetzt wird mir einiges klar. Mir auch. Der Vogel ist durch die Kasemattengänge geholt worden. Wollen wir rein? Und wenn jemand drin ist? Der Mann, meinst du? Ach, wir sind doch zu dritt. Was willst du denn damit? Zur Olympiade. Was? Oh Mensch, hier ist seit 300 Jahren keine Sonne runtergekommen. Was willst du eigentlich? Komm. Hier könnte sich eine ganze Gangsterbande verstecken. Gangster sind mir wurscht. Flugzeugklauer suche ich. Sei doch still. Da klappt was. Das kommt von der Schleuse. Da werden neue Anliegepfähle reingerammt. Luft scheint rein zu sein. Der Busche brauchte keine 10 Schritte zu machen, dann hat er den Vogel. Eigentlich hätten wir selbst drauf kommen müssen. Dass der Strolch durch die Gänge gekommen ist. Guck mal, der Bonbonpulse mit seinem Gelümmener ankern. Da drüben hat er seinen Anlegeplatz. Dann weißt du auch, dass es hier in die Kasemattengänge geht. Würdest du dem zutrauen, dass er... Leute! Seht mal hier! Laufrad von dem Flaschenzug. Das ist doch aus unseren Geräteschuppen. Hier, da ist eine Markierung, die ist auf all unseren Schleusenwerkzeugen drauf. Was habe ich gesagt? Ja, nur erzähl mal, wo ihr das Ding gefunden habt. Du kennst doch den Anlegeplatz des Bonbonkreuzers. Und da gegenüber, direkt unten am Wall. Nordseite. Komisch. Hannes! Ja, was ist? Sag mal, Hannes, hast du in letzter Zeit Geräte ausgegeben? Nee. Nur den Schweißapparat. Als die Fähre kam mit dem Leck vorne. Ja, da war ich dabei. Sag mal, hast du den Schlüssel vom Schuppen? Nein, ich glaube, der steckt. Wo? In der Tür. Das steckt er ja gerade richtig, du Dösbadde. Komm. Herr Buttig? Ja? Können Sie sich vorstellen, dass sich Verbrecher in den Kasematten rumtreiben? Was soll ein Verbrecher in den Kasematten? Da ist doch nichts zu holen. Ja, der Kommandant hat aber ein Verdächtchen am Wall gesehen. Genau an dem Abend, an dem unser Flugzeug verschwunden ist. Ja, es kann auch ein harmloser Angler gewesen sein oder ein Schwimmer. Ne? Na, Hannes, mal auf. Na, was ist? Flint. Na also, komm, mach mal Licht. Ich wär verrückt. Das ganze Bergungswerkzeug ist weg. Seit wann steckt der Schlüssel auf der Tür? Ich glaube, na? Seit wir den Schweißapparat gebraucht haben. Das war vor 4 Wochen. Mann, in deinem Kopf ist auch ständige Flaute. Hm. Waren die Sachen wertvoll? Na, es geht. Ein Glück, dass die Niethämmer noch da sind und das Schweißgerät. Also, ab jetzt lieferst du den Schlüssel jeden Tag persönlich bei mir ab. Ist das klar? Ja, Wutti, mach ich. Glaubst du immer noch nicht, dass ein Dieb in den Kasematten steckt? Doch.
Aber ich frage mich nur, was der da macht. Bis jetzt wissen wir bloß eins. Der Kerl lässt alles mitgehen, was ihm unter die Finger kommt. Und was macht er damit? Er verkloppt das Zeug, ist doch klar. Kann mir vielleicht jemand verraten, warum euer Dieb ausgerechnet das billige Werkzeug mitgenommen und das teure Schweißgerät zurückgelassen hat? Ist eben ein ausgekochter Junge. Er nimmt sich erst die kleinen Sachen und die großen lässt er zurück. Du spinnst doch. Lies mal ein Krimi, dann weißt du Bescheid. Ich weiß nur eins. Wenn jemand billiges Werkzeug stiehlt, will er es bestimmt nicht verkaufen. Na, was denn sonst? Benutzen will er es. Und wozu? Bestimmt zu etwas, was andere nicht wissen sollen. Sonst würde er nicht so ein Geheimnis draus machen. Und mein Flugzeug? Warum hat er das mitgehen lassen? Das ist mir selbst noch schleierhaft. Kombinieren kann jeder, aber ermitteln. Und auf eine heiße Spur stoßen. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr eure Nasen schon an einer heißen Spur verbrannt habt. Verwirrt uns nur. Wahrscheinlich auf einen Komplizen. Sicher wollen die neues Ding drehen. Ey! Fehlanzeige. Was glaubst du, wie lange die Kripo im Dunkeln tappt, bis sie ein Verdächtchen hat? Und wer ist hier verdächtig? Na, jeder. Was? Regen. Aber Sie haben ja einen Hut auf, da kann Ihnen ja nicht viel passieren. Eine mühsame Sache. Und passt auf. Irgendwann steht er plötzlich vor uns. Und dann wissen wir, das ist er. Na klar, wir haben ja Zeit. Was heißt Zeit? Heute Abend kommt mein Vater zurück. Naja. Sagt deinem Vater die Fahndung läuft auf Hochtouren. Tag. Tag. Ach, ihr. Tag. Ihr Boot liegt aber ziemlich tief. Macht doch nicht. Wahrscheinlich haben sie zu viel geladen. Schwere Sachen. Schwimmkästen und Hebebäume. Jungs, ich habe einen Erfrischungskahn, kein Klempnerladen. Sonst da was? Und? Unschuldig, würde ich sagen. So kommen wir nicht weiter, Leute. Was wollen wir denn anderes machen? Ja. Einfach das ganze Kastell beobachten. Irgendwann muss doch der Kerl wieder auftauchen, den der Kommandante gesehen hat. Ja? Ach, Hannes! Ihr spielt wohl Detektive, was? Unmöglich. Und du? Ich hab euch gesucht. Wieso? Gibt's was? Glaube schon. Na, mach's nicht so spannend. Was ist? Am Wehr. Unter der Brücke. Da liegt was. Und? Könnt ihr, glaube ich, gut gebrauchen. Unser Flugzeug? Denke schon. So viele schwere dir ja nicht rum. Danke. Und wenn mir sonst was Verdächtiges auffällt, sagt euch Bescheid. Leute da! Etwas. Jetzt ist mir vielleicht wohler. Ich möchte bloß wissen, wie das Ding herkommt. Habt ihr noch nie gehört, dass ein Verbrecher seine Beute abstößt? Und warum? Weil er Angst hat, dass ihm die Verfolger auf der Spur sind.
Dann war also doch was dran. Neulich, als die Jungs mich durch die Festung geschleift haben. Bestimmt. Und weil jetzt auch die Werkzeuge verschwunden sind, da habe ich gedacht... Wo das Laufrad lag, da liegen vielleicht auch die anderen Sachen. Nicht daneben, aber irgendwo in der Nähe. So. Das hast du dir gedacht. Und deswegen kann ich jetzt in den Kasematten rumkriechen. Alleine hätte ich da unten Angst. Na gut. Ich werde den Kavalier spielen. Bist du überhaupt schon mal hier unten gewesen? Noch nie. Aber die Jungfer? Ich glaube schon öfter. Und wie kommst du darauf, dass die Geräte hier liegen? Die Kasematten sind ein tolles Versteck. Du bist ja ein richtiger Detektiv, ne? Na, Hannes? Hab abgeschlossen. Hast du das Schleppseil zusammengelegt? Alles okay. Na, dann machen wir Feierabend. Ne? Danke, Wutti. Aber sitz nicht wieder bis 12 in der Kneipe rum. Ne? Höchstens 2 Bier. Wiedersehen. Wiedersehen, Hannes. Da. Da hat jemand Schwimmflossen versteckt. Und das Werkzeug. Taucherbrille. Das ist eine komplette Taucherausrüstung. Ja. Ja. Wer taucht denn hier? Hinter meinem Rücken. Ich weiß nicht, Leute. Wir haben das Flugzeug. Wollen wir mal noch weitersuchen? Da willst du den Burschen nicht schnappen? Der Fall wird restlos geklärt. Aber wir können doch nicht von morgens bis abends das Kastell bewachen. Vorgestern war es 8, gestern 8:30. So ein Fall lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Na, ihr? Habt ihr schon eine Spur? Auf viele. Hauptsache, es ist die richtige dabei. Na, wollen's hoffen. Ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Nö, das hätte ich euch doch gesagt. Tschüss. 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 Vielleicht war der Mann ein harmloser Angler oder Schwimmer. Das glaube ich nicht. Ein Angler oder ein Schwimmer, die kommen irgendwann mal zurück. Aber der Kerl nicht. Warum nicht? Wieso nicht? Leute, keine Nervenkrise. Aber ich muss immer dran denken, dass Brigitte auch hier rumspioniert. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was los ist, wenn ihr den Kerl zuerst ausschnüffelt? Ich möchte wissen, wie der überhaupt reinkommt und woher er das Versteck kennt. Auf keinen Fall darf er merken, dass wir sein Versteck kennen. Also, das ist vielleicht ein raffiniertes Küken. Aber warum hat er das Hebewerkzeug gestohlen? Es muss irgendetwas im Wasser geben, was er rausholen will. Du siehst mich an, als ob ich das wissen müsste. Sie kennen doch den ganzen See. Aber ich halte meine Nase über und nicht unter Wasser. Vielleicht ist es ein Schatz. Oder ein versunkenes Haus. Oder ganz einfach ein untergegangener Kahn. Es schleift ja immer wieder mal einer ab. Und vom Krieg her, da liegen ja immer noch ein paar Bötte auf Grund, nach denen heute keiner mehr fragt. Warum sind wir da bloß nicht selbst drauf gekommen? Auch eine blinde Henne findet mal ein Korn. Aber glaubst du dann, dass einer allein ein ganzes Schiff heben kann? Natürlich nicht. Er holt nur Wertvolles rauf. Armaturen, Teile der Ladung, Metalle und so. Und das macht er dann zu Geld. Ja, und warum hat er dann den ganzen Kram, den Taucheranzug und die Werkzeuge in den Kasemattengängen versteckt? Wahrscheinlich liegt das Schiff ganz in der Nähe. Eins bleibt mir trotzdem schleierhaft. Warum hat der Kerl mein Flugzeug geklaut? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ihm bloß im Weg. Und was meinst du, was wir jetzt machen sollen? Na, rauskriegen, wer der Mann ist. Wie weit seid ihr denn mit euren Beobachtungen? Ehrlich gesagt, nicht sehr weit. Der Kerl lässt sich nicht mehr blicken. Oder er hat die Lust verloren. Oder er hat spitz gekriegt, dass ihr hinter ihm her seid. Na, ausgeschlossen. Wir haben immer in Deckung gelegen. Vielleicht kennt er euch. Vielleicht ist es jemand, der weiß, was ihr unternehmt. Das wäre ein Ding. Vielleicht sollte jemand ganz anders die Beobachtungen übernehmen. Und wer soll das sein? Ich? Das habt ihr euch so gedacht. Von den Wellen aus kann man alles übersehen. Und Sie müssen sowieso Ihre Rundgänge machen. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich dazu geeignet bin. Angenommen, es schwimmt einer im Festungsgraben mit Flossen und Taucherbrille rum,
Er meinte, dass sich der von mir festnehmen lässt. Sie sollen ihn ja nicht festnehmen. Sie sollen nur Alarm schlagen. Und wie stellt ihr euch das vor? Soll ich eine Glocke läuten oder eine Trompete blasen? Wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht. Sie sollen uns über Funk verständigen. Drahtlos, verstehen Sie? Nee, kein Wort. Die Sache ist ganz einfach. Passen Sie auf, das ist ein Sender, ja? Und wenn Sie den Hebel so stellen, dann bewegen Sie das Höhenruder von Pitts Flugzeug. Und Pitts Flugzeug steht in meinem Zimmer. Und wir lassen es nicht aus dem Auge. Ablösung. Ich schiele schon. Musst du Augentropfen nehmen? Nee. Du musst dir was anderes einfallen lassen. Nur was denn? So schnell geht das nicht. Manche Verhandlungen dauern Monate. Ich würde die Interpol einschalten. Und den kriegen wir auch so. Unser Netz ist ausgelegt. Hoffentlich ist das nicht ein ganz kleiner Fisch. Das ist kein kleiner Fisch. Hast du schon mal einen kleinen Fisch mit Taucheranzug gesehen? Und Harpune und Messer. Du weißt doch, der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Na, ich glaube, euer Fisch hat Sommersprossen. Den müssen wir erst noch koppeln. In einer halben Stunde ist die Anlage einsatzbereit. Utopisch, Leute. Einfach klasse. Aber jetzt wollen wir erstmal auch laden. Laden! Alarm! 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 Ihr nehmt die Räder und umzingelt ihn vom Außenwald. Ich schneide ihm den Wasserweg ab. Los, Digga! Thank you.
Ich kann ja als Erster gehen. Na, das lass mal lieber. Kam an der Treppe entgegen. Ich habe ihn zurückgejagt. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Ja. Hoffentlich ist er uns nicht entwischt. Brigittchen, wo bleiben denn deine beiden Detektive? Denen ist sicher was schiefgegangen. Du, Hannes? Sonntagname da auf der Schleuse? Kenn ich ja gar nicht bei dir. Ich hab drüben in der Rohrbucht Krebsreusen aufgestellt. Ha, dann Petri Heil. Dankeschön, Herr Mutti. Du, Hannes? Ja? Warum hast du deinen Taucheranzug nicht abtropfen lassen? Wieso? Ich hab doch keinen Taucheranzug. Und warum hast du eben auf den Beutel geguckt? Na, Hanna, jetzt nur zeig mal, was du da drin hast. Herr Budde, ich... Mach schon. Sieh mal an, du bist also der geheimnisvolle Taucher. Kasematten-Gangster. Werkzeugdieb. Das Werkzeug hätte ich ja wieder zurückgebracht. Ganz bestimmt. Ich hab's nur gebraucht, um die Sachen raufzuholen. Was für Sachen? Kupferplatten. Was? Vor 2 Jahren ist doch der große Kahn gesunken an der Festungseinfahrt. Aber die haben doch die Ladung längst hochgeholt. An eine Ladekammer sind die damals nicht rangekommen. Und jetzt hast du das selbst versucht, ne? Ja. Warum hast du so ein Geheimnis aus der Sache gemacht? Ich wollte nicht, dass mir ein anderer dazwischen kommt. Na, habt ihr ihn entwischt? Na, sowas. Wie dumm. Ach, du hättest mal sehen sollen, wie wir den Kerl durch die Kasematten gejagt haben. So? Ich bin nur spazieren gegangen und hab ihn erwischt. Den Taucher? Hm. Hannes. Hannes? Hannes? Geständnis ist abgelegt. Wir überlegen gerade noch, was wir ihm für eine Strafe aufbrummen wollen. Ja, und hat er auch gesagt, warum er unser Flugzeug entführt hat? Nee, warum? Ich wollte gerade das Hebezeug ins Versteck bringen. Da kam die Maschine runter. Da habe ich gedacht, wenn ihr jetzt hinterherkommt, dann hättet ihr mich doch leicht entdecken können, habe ich gedacht. Und da hat er das Flugzeug mitgenommen, was geradewegs zu seiner Entdeckung geführt hat. Na, was sagt er jetzt?
Hast du gut gemacht. Muss man schon sagen. Wisst ihr, was ein Computer ist? Klar, hab ich doch hier. Aber richtig füttern muss ich ihn können.